Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute ein tolles Weizen-Olivenbrot machen. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Es soll halt wirklich sehr große Poren haben, sehr luftig sein. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht. Es ist wirklich super lecker. Also mein Mädel schmeckt es auch super toll. Deswegen mal jetzt nicht nur eins, sondern zwei. Wenn ihr alleine seid oder das Brot einmal nur testen wollt, dann halbiert einfach genau das Rezept. Ich überlege noch, ob ich es im Rezept, was ich auf meiner Homepage habe, es einfach aufschreibe oder auch gleich doppelt. Weiß ich noch nicht, muss mir noch überlegen. Für mein Rezept habe ich mir Folgendes überlegt. Also ich möchte einen sehr weichen Teig machen. Wenn ihr auf Instagram und sowas unterwegs seid, dann seht ihr das, diese super weichen Teige, die dann richtig schön sich formen lassen, trotzdem nicht kleben. Sowas ähnliches möchte ich auch machen. Das erreiche ich dadurch, dass ich halt wirklich sehr viel Wasser zum Mehl dazugebe. Ich habe jetzt hier 500 Milliliter Wasser. Fangen wir anders an. Ich habe mir gestern ein Frühstück gemacht aus Weizenmehl. Ich verwende heute nur das Weizenmehl 1050. Das ist einfach etwas nahrhafter, für Brot super geeignet. Man kann auch natürlich das 405er nehmen, da habe ich auch mehr als genug Rezepte gemacht. Ich sage ja immer, ich möchte Rezepte machen, die jeder nachbacken kann. Das kann man auch nachmachen. Allerdings würde ich hier auch eher empfehlen, das Mehl mit der Type 1050 zu nehmen. Das ist natürlich etwas teurer als das feingemahlene Mehl, aber dafür einfach nahrhafter, mehr Inhaltsstoffe und der Körper kann das Mehl besser verarbeiten als dieses feingemahlene Mehl, weil hier mehr Ballaststoffe drin sind und ja, wisst ihr natürlich alles. Also ich habe für mein Frühstück 250 ml kochendes Wasser genommen und 150 Gramm Weizenmehl. Das kochende Wasser habe ich einfach übers Mehl gegossen. Hier verkleistert die Stärke sofort und das Mehl bindet viel mehr Wasser, als es sonst aufnehmen würde. Also hier habe ich 250 ml Wasser, hier habe ich 500 ml Wasser. Hier habe ich 700 Gramm Mehl, hier habe ich 150 Gramm Mehl. Ihr seht, es ist wirklich sehr viel Wasser im Teig. 700 plus 150 sind 850, 500 plus 250 sind 750. Das sind jetzt nicht ganz 100% Hydration, wie man so schön sagt. Früher hieß es Teigausbeute, hört sich natürlich bei weitem nicht so cool an wie Hydration. Aber gut. Wie kriege ich es jetzt dazu, dass ich trotzdem einen Teig habe, den ich verarbeiten kann? Das liegt an der hier. Die muss jetzt mächtig arbeiten, um das hinzubekommen. Denn der Kleber muss wirklich sehr stark ausgearbeitet werden. Das heißt, die Maschine wird jetzt vielleicht 20 Minuten kneten, vielleicht sogar 25, bis ich die perfekte Konsistenz habe. Das seht ihr daran, dass der Teig anfängt zu glänzen. Ich werde jetzt einmal starten und dann machen wir das einfach Schritt für Schritt und ich versuche euch einfach zu erklären, was da passiert. Ich werde auf eine Sache oder auf zwei Sachen achten. Das erste ist, die Oliven, die kommen wirklich ganz zum Schluss dazu. Ansonsten sind sie halt Mousse, bis der Teig wirklich fertig geknetet ist. Das zweite ist, die Hefe, die kommt auch später dazu, denn Hefe mag es nicht so verprügelt zu werden, vor allem nicht über so einen langen Zeitraum. Also da verliert sie so ein bisschen an ihrer Triebkraft. Und dafür gebe ich ja Hefe rein, damit sie einfach gut treiben kann. Und ich will sie ja nicht vorher schädigen. Also lasse ich die auch mal zur Seite. Hier habe ich 14 Gramm Salz. Die gebe ich da zum Teig dazu. Dann gebe ich mein Frühstück dazu. Das habe ich gestern gemacht. Habe es dann einfach mit Klarsichtfolie abgedeckt und über Nacht im Kühlschrank auskühlen lassen. Und dann gebe ich das Wasser dazu. 500 Milliliter. Das werde ich jetzt von meiner Maschine kräftig kneten lassen. Und zwar mit kräftig ist jetzt wirklich kräftig gemeint. Ich werde es am Anfang so ganz kurz, vielleicht 2 Minuten vermischen lassen. Und dann lasse ich es bei der dritten Stufe, also auch jetzt nicht mal zweite, sondern dritten Stufe, wirklich so lange laufen, bis der Teig leicht anfängt zu glänzen. Dann kommt die Hefe dazu und ganz zum Schluss die Oliven. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so deutlich im Video sieht, aber der Teig, der hat jetzt richtig schön Glanz entwickelt
und der wird aber auch schon seit 20 Minuten bei der dritten Stufe richtig gut geknetet. Jetzt werde ich die Hefe dazugeben, denn die muss natürlich jetzt nochmal richtig gut untergemischt werden. Das werde ich ungefähr jetzt noch 4 Minuten machen lassen bei der dritten Stufe und dann kommen noch zum Schluss die Oliven dazu. Die Hefe auch gut untergearbeitet sein. Zum Schluss gebe ich jetzt noch 100 Gramm Oliven dazu. Das war so ein bunter Mix, die habe ich einfach nur in Scheiben geschnitten. Die wird die Maschine jetzt beim Unterrühren schon etwas kleiner machen. Aber ich lasse es jetzt so 1 bis 2 Minuten bei der ersten Stufe nur kurz untermischen. So, das reicht jetzt mit dem Untermischen. Dadurch, oh, den Knethaken kann man jetzt kaum anfassen, der ist wirklich sehr heiß. Da hat die Maschine wirklich viel Arbeit gehabt. Im Großen und Ganzen habe ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde geknetet. Also ich kenne in der Bäckerei, egal in welcher ich war, keinen Teig, in dem man wirklich eine halbe Stunde hat kneten lassen. Denn da ist halt wirklich alles optimiert, dass es so schnell wie möglich quasi zum fertigen Backergebnis kommt. Und nicht, dass man hier eine halbe Stunde einen Teig knetet. Da hätte man in der Bäckerei auch schon 3 Teige machen können. Dass die Oliven jetzt vielleicht nicht perfekt untergearbeitet sind, das ist völlig okay. Denn ihr habt es ja gesehen, oder ihr habt ja mein Rezept gesehen. Das sind ja grob überschlagen knapp 1,5, denn das sind knapp 1,7 bis 1,8 Kilo Teigmasse. Und ich habe dafür ganze 8 Gramm Hefe. Dass es jetzt kein Brot wird, was innerhalb von einer Stunde dann gebacken wird, ist, denke ich, jedem klar. Und weil es auch etwas weicher ist, habe ich mir jetzt ein Teigbecken genommen. Das habe ich jetzt einfach nur ein bisschen geölt. Da werde ich den Teig jetzt ruhen lassen und auch dehnen und falten. Jetzt habe ich einmal die komplette Masse raus. Was ist jetzt dehnen und falten? Das ist ganz einfach. Ich nehme den Teig hier oben, ziehe ihn etwas hoch, falte ihn in die Mitte rein. Dasselbe mache ich von der anderen Seite. Auch in die Mitte rein falten. Dann von hier in die Mitte rein. Und von hier in die Mitte rein. Dann kann ich es noch einmal drehen, wer möchte. So, den Teig. Den stelle ich jetzt an einen warmen Ort, decke mit dem Deckel ab, lasse ihn eine Stunde stehen und dann dehne und falte ich ihn nochmal. Eine Stunde später sieht man auch, das bisschen Hefe hat schon ein bisschen was getan. Der Teig ist schön angesprungen. Jetzt durch nochmal dehnen und falten, einfach den Teig nochmal ziehen. Und schön in die Mitte reinfalten. Man sieht es auch, je öfter man ihn dehnt und faltet, desto stabiler wird der Teig. Er läuft nicht mehr so breit. Jetzt werde ich ihn nochmal abdecken mit dem Deckel und wieder ungefähr eine Stunde an einen warmen Ort stellen und dann dehnen und falten wir ihn nochmal. 2 Stunden sind vergangen. Ich halte jetzt mal an. Richtig schön. Der Teig ist schon sehr stabil. Jetzt werde ich ihn noch ein letztes Mal, ja, nicht ein letztes Mal, aber jetzt werde ich ihn noch einmal dehnen und falten. Also nochmal schön auseinanderziehen. So kriegt die Hefe neue Nahrung. Sehr schön. Schaut euch das an, der wird immer stabiler. Jetzt decke ich ihn nochmal ab. Stelle ihn nochmal für eine Stunde an einen warmen Ort. Und dann ist er fast bereit für den Ofen. Eine Stunde später. Ich denke, das kann sich schon mal sehr gut sehen lassen. Jetzt nehme ich das Brot einmal aus dem Teigbecken heraus. Hier schön viel Mehl drauf. Jetzt versuche ich recht vorsichtig zu arbeiten, denn die Hefe hat hier wirklich tolle Arbeit geleistet. Und ich möchte es jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit alles kaputt machen. Denn je mehr ich jetzt kaputt mache, desto mehr muss ich nachher warten, bis ich das Brot in den Ofen geben kann. Ich habe es jetzt einfach nur halbiert, ganz grob, muss nicht perfekt sein. Dann tue ich es nochmal
dehnen und falten, aber etwas vorsichtiger und hier vorne einfach ein bisschen zusammenzwicken und dann gebe ich das mit dem Schluss nach unten aufs Backblech mit Backfolie. Auch hier ganz vorsichtig. Und dann zusammendrücken. Und auch hier wieder mit dem Schluss nach unten aufs Backblech. Jetzt decke ich das mit einem Tuch ab und lasse es noch ungefähr eine halbe Stunde bei Raumtemperatur stehen, denn jetzt habe ich schon ein bisschen bearbeitet, da geht immer etwas Luft verloren, die lasse ich quasi wieder nacharbeiten und dann kommt es in den Backofen rein. Den Backofen, den werde ich auf 220 Grad auf Ober- und Unterhitze vorheizen. Halbe Stunde später sind meine Olivenbrote bereit für den Ofen. Den habe ich, wie schon gesagt, auf 220 Grad vorgeheizt. Auf den Ofenboden habe ich ein Blech getan. Auf das werde ich jetzt ungefähr 150 ml Wasser schütten, um Wasserdampf zu erzeugen. Nach ca. 10 Minuten nehme ich das Blech mit dem restlichen Wasser heraus und backe die Brote erstmal bei 220 Grad weiter. Nach 20 Minuten werde ich den Ofen auf 200 Grad zurückdrehen und die Brote fertig backen. Bei mir sind jetzt genau 50 Minuten vergangen und schaut euch mal diese tollen Brote an. Eine richtig tolle Backfarbe. Sehr schön, überhaupt nicht breit gelaufen. Ich hoffe natürlich auf ein grobes Porenbild. Die sollen ja jetzt nicht bis nächste Woche halten, sondern wirklich heute und morgen gegessen werden. Und ich denke, dafür haben sie das perfekte Porenbild. Jetzt werde ich die einmal komplett auskühlen lassen und dann tun wir eins mal anschneiden. So, meine Olivenbrote sind jetzt komplett ausgekühlt. Eins ist schon dem Abendessen zum Opfer gefallen. Jetzt möchte ich noch das zweite für euch einmal anschneiden. Die Kruste ist wirklich super. Die hat einen leichten Knack. Die Krume ist super weich. Wenn man sie jetzt anschaut, schaut euch das mal an. Hier sieht man die Oliven. Ist richtig schön durchgebacken. Hier relativ grobes Porenbild. Je heller ihr das Mehl nimmt, desto größer werden die Poren. Je dunkler das Mehl ihr nimmt, desto feiner werden die Poren. Man sieht hier aber für so ein Brot, was jetzt nicht so lange halten soll, was relativ zügig gegessen wird, ist das Porenbild wirklich sehr schön. Es ist nicht so groß, wenn ich da eine dünne Scheibe habe und ich schmier da Butter drauf, dann schmier ich nicht den Tisch mit. Das bleibt alles auf dem Brot. Durch die Oliven hat es ein super schönes Aroma. Und durch das etwas dunklere Weizenmehl ist es etwas kräftiger im Geschmack. Also ich finde es nicht nur optisch super toll, geschmacklich hat es mir auch super geschmeckt. Also ich würde sagen, wenn ihr das Rezept unbedingt mal ausprobieren wollt, dann macht es bitte und schreibt mir, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.